Dann ist der Hamburger Kamin von Jasmin. Hallo, meine Guten und herzlich willkommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jasmin und manchmal kreativ. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich diesen schönen Deko-Kamin selber gebaut habe. Das Ganze ist ja ein IKEA-Hack, mein erster übrigens. Und ja, ich habe mich selber auch inspirieren lassen und zwar von einem Foto auf Instagram durch Zufall. Ich habe da gar nicht nachgesucht, sondern dadurch kam mir die Idee, so ist es ja oftmals. Und ich blende euch das gleich mal ein. Und da habe ich mir gedacht, da ich ja ein großer Fan davon bin, wie viele auch von euch wissen, aus was Altem, was man noch besitzt, noch was Neues zu bauen. Quasi aus Scheiße Gold zu machen. Genau. Ja, ich habe erstmal damit angefangen, dass ich Maß genommen habe. Und zwar ist mein unteres Lowboard, das ist übrigens Bester Board von IKEA. Das ist 1,80 Meter lang und das obere Board, das ist das Lackregal von IKEA. Da habe ich gleich zwei aufeinandergelegt, die sind 1,90 Meter lang. Genau, und das Ganze hatte ich schon mal vorbereitet, indem ich meinen Flachbildschirm an die Stelle anmontiert habe, wie ich das natürlich nachher benötige für den Kamin. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir mein MDF-Holz zusägen lassen. Das sind vorab erstmal vier Teile, wie man sieht. Und ja, da müsst ihr natürlich gucken, wie groß oder wie klein in dem Fall euer Flachbildschirm ist, damit das auch das richtige Maß ergibt. Genau, und dann habe ich mir vier Leisten gekauft und habe da pro Leiste vier Löcher vorgebohrt. Das ist ganz wichtig, damit das Holz nicht einreißt. Und dann habe ich das Ganze schön verschraubt. Und dann habe ich das Ganze noch grundiert, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich das jetzt so glatt lassen möchte oder doch eine Tapete oder Steine aus Styropor. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, nachdem ich das alles vorgebohrt hatte und verschraubt hatte und auch vorgrundiert hatte schon mal im Weiß, habe ich mich tatsächlich doch für eine Tapete entschieden. Die habe ich mir dann bestellt über Amazon. Wenn ich das schaffe, verlinke ich euch das. Ansonsten schreibe ich euch mal auf, wie die Tapete heißt, wenn euch die gefällt. Mir gefällt sie sehr gut. Es gibt ja wirklich hässliche Mauertapeten, wie ich finde. Ich war sehr lange auf der Suche zwischendurch, auch in Baumärkten. Aber ja, genau, das war das. Und ja, wer sucht, der findet. Und dann ging es auch schon ans Tapezieren. Das hat einen Augenblick gebraucht, obwohl ich gelernte Malerin bin, musste ich tatsächlich auch den Rapport suchen. Und zwar hatte der 64 cm. Das ist diese Musterwiederholung, so nennt man den Rapport. Genau, und dann habe ich das aber nach einer Weile gefunden und mir schön zugeschnitten, so wie ich das haben wollte. Und die Wand schön eingekleistert. Das Schöne ist, dass man bei einer Fließtapete nicht die Tapete einkleistert, sondern die Wand selber. Das ist ein sehr angenehmer Arbeitsvorgang, so wie ich finde. Ja, und für die beiden Seitenverzierungen habe ich mir einfach noch mal mit 12 mm Dicke auch nochmal MDF zusägen lassen. Und eigentlich hatte ich die Idee, ob ich da auch nochmal Stuck drauf mache. Letzten Endes hat mir das tatsächlich besser so schlicht gefallen. Und deswegen habe ich mir das einfach nur grundiert und dann nochmal weiß lackiert. Und ja, so gefiel mir das ganz gut. Ich habe ja hier sowieso den Stuck nochmal um das Kaminfeuer selber. Und ich finde das völlig ausreichend. Man muss nicht übertreiben. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Das kann natürlich jeder basteln, wie er möchte von euch. Den Stuck habe ich übrigens zum Teil aus dem Großhandel und zum Teil aus den Baumärkten. Da müsst ihr euch mal umgucken, was euch am besten gefällt. Übrigens kann man auch als Normalverbraucher in den Großhandel gehen, nur dass man da andere Preise zahlt. Weil viele denken immer, man darf da nicht reingehen. Das ist nicht richtig. Ja, und um das Ganze zu montieren, braucht man überhaupt gar keinen teuren Montagekleber. Ich schwöre ja wirklich auf mein günstiges Acryl aus dem Baumarkt. Und ja, das habe ich hinten einmal in Schlangenlinien aufgetragen, wie ihr sehen konntet. Und dann habe ich das direkt auf meine Wand gelegt. Und was natürlich wichtig ist, dass ihr das schön festdrückt. Allerdings braucht man jetzt nicht über Nacht irgendwie eine Schraubzwinge oder so, sondern das hält wunderbar. Die kleinen Lücken, die noch entstanden sind, die habe ich nochmal abgespritzt mit dem Acryl und dann geht ihr einfach mit einem nassen Finger lang und schon ist alles ordentlich. Ja, und was ist schöner als im Housewife-Look zu arbeiten, habe ich mir erstmal meine Wand provisorisch aufgestellt. Menschenskinder nochmal, das sieht ja schon richtig gut aus, das gefällt mir sehr gut. Ja, und damit das Ganze noch schöner aussieht, habe ich mir ja so ein Zierprofil gekauft aus Styropor.
Da habe ich erstmal die erste Ecke bzw. die erste Leiste in die Ecke geklebt. Das sind 45 Grad logischerweise, weil wir einen 90 Grad Winkel brauchen. Und habe mir das untere Maß genommen. Das sind 27 cm in meinem Fall. Und dann habe ich mir das Maß einmal angemarkert. Da seht ihr, dass ich das in so eine Gärungslade gelegt habe. Und zwar wird da vorgegeben, wie ich das in welchem Winkel sägen soll. Genau. Das Ganze wird noch ausgebessert, aber so sieht das in etwa dann erstmal aus. Ja, die erste Ecke ist schon mal erledigt und jetzt kommt die längere Leiste zum Einsatz. Ja, hier habe ich mir jetzt noch mal eine kleinere, eine andere Gärungslade genommen. Und zwar ist das ja jetzt ein Wandprofil und kein Deckenprofil, was ich da benutze. Und ja, im Grunde sieht das nachher aus wie so ein Bilderrahmen, so wie ich das um den Kamin drumherum mache. Und das Ganze mache ich jetzt auch einfach mit Acryl fest. Das klebt wirklich wunderbar. Das kostet wirklich nur 1,50 Euro, 2 Euro, mehr nicht. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, und damit man nicht denkt, dass man sich eine Regenrinne gebaut hat, müsst ihr einmal das Längsmaß nehmen mit dem Stuck und nochmal die Tiefe messen. Und dann findet ihr heraus, wie groß euer Brett, was hier oben auch nochmal montiert, sein soll. So, meine Lieben, mittlerweile habe ich alles verfugt, wie ihr sehen konntet, und zwar mit meinem 1,50 Euro Acryl, wie ihr wisst. Das ist sehr günstig, also es gibt wesentlich teurere. Und ich schwöre ja wirklich auf diese günstigen, ich komme da wunderbar mit klar seit Jahren. Genau, nichtsdestotrotz, obwohl ich schon stets bemüht war, sieht das noch nicht so ganz gut aus, wie man hier sieht. Da sind noch Übergänge zu sehen. Und dafür habe ich Artifix, die kleine Schwester von Oberlix, gekauft. Und damit kann man ganz toll den Stuck im Grunde nachmodellieren. Und wenn es dann hart geworden ist, kann man das auch so ein bisschen anschleifen. Genau. Und dann, wenn man das richtig gut macht, sollte man da gar keinen Übergang mehr sehen. Das ist eben dieser Vorteil gegenüber dem Acryl. Genau. Und das werde ich gleich mal machen und das Ganze nochmal ein bisschen mehr ausbessern, damit es auch schick aussieht, nicht? Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Kaminholz. Das verstecke ich jetzt schön hinter meinem Kamin. Und zwar habe ich das im Netz gekauft für 2,80 Euro, auch im Baumarkt. Und ja, ich verstecke das jetzt dahinter und stapel mir das so hoch. Ich zeige euch das gleich nochmal. Mir gefällt das richtig gut so. So sieht das Ganze aus. Das könnt ihr natürlich so hoch stapeln, wie ihr wollt. Ich werde jetzt schön heißen Tee vor meinem tollen Kamin erstmal trinken. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich euch mal wieder inspirieren konnte. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Und wenn ihr dann noch auf die Glocke drücken tut, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich mal wieder nach 8 Wochen ein Video hochgeladen habe. Nein, ich bin sehr bemüht, am liebsten natürlich regelmäßig ein Video hochzuladen. Ist natürlich nicht immer so leicht, wie man sich das gerne wünscht. Aber ja, ich freue mich auf das nächste Video und sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Achso, was man ja auch immer noch dazu sagen muss, und wenn euch das ganz toll gefallen hat, gebt doch den Ganzen nochmal einen Daumen nach oben. Und falls ihr Anregungen habt, Kritik, immer her damit, damit ich mich natürlich verbessern kann. Und falls ihr Fragen habt, woher ich noch irgendwas habe oder überhaupt irgendwelche Fragen, dann bin ich natürlich stets bemüht, das zu beantworten. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.